Heute gibt es auch wieder einen Blick auf die kommende Woche. Herzlich willkommen zur täglich aktuellen Nachrichtensendung im Mittelerzgebirgsfernsehen mit den Nachrichten für unsere und aus unserer Region. Hier ist Megional am Donnerstag, den 9. Februar. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben und mit dabei sind. Hallo, guten Abend und Glück auf. Das erste Schulhalbjahr hat sich, wenn man so sagen will, jetzt schon erledigt. Morgen noch Zeugnisausgabe und dann heißt es Winterferien. Für die Abiturienten, die auf dem Sprung ins weitere Berufsleben stehen, bietet sich in der Ferienzeit eine gute Möglichkeit, sich einen Plan zu machen. Informationen gibt es reichlich dazu. In den Winterferien die berufliche Richtung klar machen? Am 22. und 23. Februar bieten Abiturientenberater und Beraterinnen der Arbeitsagentur Entscheidungshilfen für Unentschlossene an. In der Arbeitsagentur in Annaberg-Buchholz besteht an beiden Tagen die Möglichkeit für Schüler, die eine weiterführende Schule besuchen, und für all diejenigen, die noch Zeit haben, bevor es zum Studium geht, mehrere Seminarangebote wahrzunehmen. Es werden unterschiedliche Themen besprochen, um einen sogenannten Plan B für die Zukunft zu schmieden. Ihr sucht zum Beispiel eine Überbrückungsmöglichkeit, bevor es an die Uni geht? Am 21. Februar kommen reisefreudige Interessierte auf ihre Kosten. Thematisch wird hierbei von 9.30 Uhr bis 11 Uhr auf In- und Auslandsangebote hingewiesen. Angelika Wenz vom Verein Freiwillig im Erzgebirge e.V. informiert die Besucher über Freiwilligendienste im Inland. Um was es da genau geht, sagte sie Tobias in einem Interview. Frau Wenz, es geht um die Freiwilligendienste im Inland. Welche Formate gibt es denn da? Oh, die Formate, die Jugendlichen hier zur Auswahl haben, sind sehr vielfältig. Wir halten die Möglichkeit, ein freiwilliges soziales Jahr zu leisten. Das ist, glaube ich, das populärste und das gängigste. Aber es gibt natürlich auch in vielen anderen Bereichen, im Bereich der Ökologie, im Bereich der Politik, der Kultur und des Sportes. Und alle diese Formate sind auch im Freistaat Sachsen vertreten. Und natürlich, und das wollte ich auch nicht ganz ausblenden, hat man auch als Jugendlicher die Möglichkeit, im Bundesfreiwilligendienst sein soziales Jahr zu leisten. Wie sieht es denn da aus? Kann das auch wohnortnah angeboten werden bei den Interessenten? Bei uns ist es definitiv unser Ziel, dass wir schauen, dass in Wohnortnähe der Einsatz erfolgen kann, auch in den unterschiedlichsten Einsatzfeldern. Das werden sicherlich andere Träger im Freistaat Sachsen ebenso versuchen. Aber es gibt natürlich auch die Option, dass man von zu Hause mal weg will und auch das eigene Leben mal kennenlernen will, sich selbst zu organisieren. Und dann geht man auch mal andere Wege und auch bundesweit vielleicht in einen dieser Freiwilligendienste. Was muss man denn mitbringen selber? Selber muss man mitbringen, dass man einfach die Lust hat, etwas Neues auszuprobieren. Vielleicht auch, man sollte unbedingt mit Menschen umgehen können, denn immer ist Freiwilligendienst Kontakt zu anderen. Und es ist auch ganz sehr wichtig, dass man Durchhaltevermögen hat. Also man sollte nicht bei der ersten Hürde die Flinte ins Korn werfen, sondern das ist eben das Gute am Freiwilligendienst, dass man sich ausprobieren kann, dass man das eine oder andere für sich auch mal schätzen und kritisch bewerten kann. Und ich denke, wenn man Bereitschaft mitbringt, für andere etwas zu geben, dann ist man im Freiwilligendienst gut aufgehoben. Und ich denke, es ist ein sehr erfüllendes Jahr für die jungen Leute. Wie groß ist denn das Interesse bis jetzt? Wir als Träger können überhaupt nicht klagen. Wir haben vor allem in diesem Jahr einen regen Zuspruch zu Freiwilligendiensten gehabt. Derzeit sind bei uns im Landkreis 150 junge Leute im FSJ unterwegs. Das ist die höchste Anzahl. Und wir sind deshalb auch überrascht, weil ja Industrie und Handwerk natürlich auch um junge Leute wirbt. Aber ich schätze auch, dass junge Leute, die einen Freiwilligendienst leisten, auch das als wertvolles Jahr für ihre berufliche Perspektive sehen können. Einfach deshalb, weil sie reifer werden. Sie werden erwachsen in diesem Jahr, wissen, was Arbeit bedeutet.
Und ich denke, auch ein Vorschalten für die berufliche Ausbildung macht deshalb Sinn, dass Unternehmen dann auch spüren, wie junge Leute belastbar sind, ne? Wie engagiert die dann auch sind und sie auch wissen, auf was sie sich einlassen, wenn sie Arbeitsalltag schon mal in so einem begleiteten Jahr erleben. Zum Thema Ab ins Ausland informiert Caroline Georg vom American Institute Foreign Study. Inhaltlich werden Tipps zum Schüleraustausch, Au-pair, Work and Travel und freiwilligen Projekten gegeben. Die Kursangebote am 22. und 23. Februar sind auf eine gewisse Teilnehmeranzahl begrenzt. Deshalb rechtzeitig anrufen und sich einen Platz sichern. Ja, und wer sich über seine Zukunft noch keine Gedanken machen muss, das betrifft eher die jüngeren Schülerinnen und Schüler, ja, und der Langeweile geplagt wird, der bekommt hier von uns einige Tipps für eine sinnvolle Beschäftigung in den Ferien. Ferientipps Teil 2. Gestern haben wir ja schön mit unseren Ferientipps begonnen. Doch für die meisten Tipps wird schönes Wetter benötigt. Aber was ist, wenn das Wetter mal nicht so schön ist? Im Kino laufen zurzeit Filme für jedes Alter. Unter anderem Tim Thaler und das verkaufte Lachen. Das ist ein Kinder- und Familienfilm. Es handelt sich um einen weißen Jungen, der sein unwiderstehliches, dauerhaftes Lächeln an einen Baron verkauft. Als Gegenleistung gewinnt er zwar jede unmögliche Wette, doch er ist ein unglücklicher Mensch, da er sein Lachen nicht mehr hat. Er und seine Freunde holen daraufhin sein Lachen von dem Baron zurück. Außerdem läuft ein Kinderfilm für Pferdefreunde. Dieser heißt Wendy und das ist nicht nur der Name des Films, sondern auch von der Hauptdarstellerin. Sie baut eine große Freundschaft zu einem Pferd auf und rettet das Tier vor dem Metzger. Der Film fällt unter das Genre Abenteuer und Drama. Noch ein weiterer Film, welcher als Kinder- und Familienfilm in den Kinos läuft, ist Ritter Rost 2 – Das Schrottkomplott. Das ist das zweite Leinwandabenteuer des ungewöhnlichen Ritters. Ritter Rost hat wieder ein großes Abenteuer vor sich und muss dies mit Hilfe seiner Freunde bewältigen. Natürlich kommen noch viele weitere Filme in den Kinos. Aber das waren jetzt mal drei Kinder- und Familienfilme, welche in den Ferien ja sehr angebracht sind. Wer von den Kindern mal einen Tag zu Hause bleiben möchte, aber da nichts zu tun hat, der kann sich ja sein Faschingskostüm selber nähen. Denn nach den Ferien steht Fasching an. Und wenn das Kind noch kein Kostüm hat, so könnte man es ja selber nähen. Einfach Stoff oder auch alte Kleidung neu gestalten oder umändern. Entweder man ist selbst kreativ oder es wird das Internet durchstöbert. Da gibt es genügend Vorlagen. So ist das Kostüm dann einzigartig und nicht alle im Kindergarten, in der Schule oder auf dem Faschingsfest haben ein solches Verkleidungsstück. Es ist viel schöner, wenn das Kind sagen kann, dass es das Kostüm selber gestaltet hat. Der Kreativität ist freien Lauf gelassen und das Kind kann es entwerfen, wie es möchte. Falls Ihr Kind in den Ferien etwas lernen will, egal ob vom erzgebirgischen Handwerk oder über das Theater, so ist es in den Kultureinrichtungen gut aufgehoben. Da kann man das Klöppeln, Drechseln und Schnitzen lernen. Oder Ihr Kind ist eher begeistert von dem Theaterspielen. So kann es einen Theaterkurs belegen. Diese finden unter anderem in der Baldervilla und im Theater Variabel statt. Am Ende des Kurses gibt es sogar eine Premiere. Morgen geht es weiter mit den letzten Tipps für Sie. Also bleiben Sie gespannt, was noch unternommen werden kann. Und morgen, liebe Zuschauer, liebe Schüler, bekommt ihr den dritten Teil unserer Ferientipps. Und auch dann sind wieder interessante Sachen dabei. Eine interessante Sache war auch der heutige Blick in unseren etwas anderen Kalender mit den außergewöhnlichen Thementagen. Heute ist zum einen der Welttag des Zahnschmerzes. Den lassen wir aber mal außen vor. Das geht einem eh nur auf die Nerven. Und der Tag der Spraydose steht ebenfalls mit drin und wir haben uns mal mit dieser Erfindung beschäftigt. Als der norwegische Ingenieur Erik Andreas Rotheim eine Methode zum Wachsen seiner Skier suchte, leitete er damit eine technische Revolution ein. Heute, vor genau 91 Jahren, war es dann soweit.
Ein Behältnis, welches mit dem Prinzip des Überdrucks den darin befindlichen Anwendungsstoff rasch freigibt, war erfunden und wurde folglich patentiert. Ins Gerede kam die Erfindung in den 1980er Jahren. Grund dafür waren die Fluorchlorkohlenwasserstoffe, welche als Treibgase verwendet wurden. Diese galten und gelten als Hauptverursacher für die Zerstörung der Ozonschicht. Wissen Sie schon, welcher Gegenstand heute seinen Ehrentag feiert? Schon 1987, sprich vor dem Verbot von 1991, setzte die deutsche Industrie einen freiwilligen Verzicht auf die Fluorchlorkohlenwasserstoffe, kurz FCKW, durch. Spätestens jetzt ist es doch eindeutig, es handelt sich um die Sprühdose. Vom Flüssigkleber bis zum Cockpit-Pflegemittel wird so ziemlich alles in das Behältnis gepackt. Und mal ehrlich, jeder hat im Haushalt mindestens eine Sprühdose, da diese aus dem Haushalt nicht mehr wegzudenken ist. Die Produktionspalette umfasst theoretisch 40.000 Rezepturen allein im Lack- und Farbbereich. Dass da immer noch Luft nach oben ist, beweist der Fakt, dass jährlich 80 bis 100 neue Farbtöne hinzukommen. Zu den neuesten Entwicklungen gehört eine Flüssigspachtel aus der Dose, welche einen Universalgrund für alle Arten von Metall- oder Rostumwandler, Rostschutz und Decklack in einem ist. Quasi eine eierlegende Wollmilchsau aus der Dose. Wussten Sie eigentlich, dass die Sahne aus der Sprühdose eine Erfindung aus dem Zweiten Weltkrieg ist? Mangel macht eben erfinderisch. Denn als Sahne während des Zweiten Weltkriegs knapp wurde, dachte sich ein Amerikaner Aaron Lepine in den 1940er Jahren eine Alternative aus. Er reicherte Kaffeesahne mit pflanzlichem Fett an und stellte damit einen Schlagsahne-Ersatz her. Nach Kriegsende kam ihm eine andere Neuentwicklung zugute, die es gerade erst in die Regale der Kaufhäuser geschafft hatte. Lepine besorgte sich 1946 eine heute handelsübliche Sprühdose und kombinierte seine Schlagsahne mit dem darin befindlichen Lachgas. Das Ganze nannte er Ready Whip. Die erste Sahne, die per Knopfdruck aus der Dose kam, wurde geboren. Lepine wurde durch diese Erfindung in nur 5 Jahren zum Millionär. Marienberg, Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach Vermisster. Wie der Polizei jüngst mitgeteilt wurde, wird die 14-jährige Lara R. aus Marienberg seit 1. Februar vermisst. Letztmalig wurde sie an diesem Tag bei einer Freundin gegen 19.30 Uhr in der Straße am Mühlberg gesehen. Möglicherweise hält sich die Vermisste derzeit in Chemnitz auf. Lara ist etwa 1,60 Meter groß, von schlanker Gestalt und hat lange, glatte, braun-schwarze Haare. Die 14-Jährige wirkt durchaus älter. Zu ihrer zuletzt getragenen Bekleidung sind eine schwarze Leggings und weiße Nike-Turnschuhe bekannt. Zudem hat sie einen beigen Schulrucksack bei sich. Wer hat Lara R. seit ihrem Verschwinden gesehen? Wer weiß, wo sich das Mädchen derzeit aufhält und kann Angaben dazu machen? Unter Telefon 03735 6060 werden Hinweise im Polizeirevier Marienberg entgegengenommen. Auch morgen am Freitag ist unter anderem zwischen Seida und Heidersdorf, also der S212, mit Geschwindigkeitskontrollen zu rechnen. Darüber hinaus verstecken sich auch wieder die Kontrolleure im Auftrage des Landratsamtes an den üblichen und bekannten Stellen. Ja, und auch die Videomessfahrzeuge der Polizei sind auf der B174 und B101 unterwegs. Deshalb, meine Lieben, Augen auf und Fuß vom Gas, das spart Geld und Ärger. Ja, und wie Sie es gewohnt sind, jetzt noch der Blick auf unser Regionalwetter. Heute Abend und in der Nacht haben uns die Wolken wieder fest im Griff. Das soll heißen, der Himmel ist bedeckt und blickdicht. Und aufgrund des massiven Wolkenaufgebotes ist auch mit leichten Schneefällen oder Schneeschauern bzw. Schneegriesel zu rechnen. Das Niederschlagsrisiko beträgt satte 90%. In Verbindung mit dem Wind und den Temperaturen ergibt das eine sehr unangenehme Mischung. Die Thermometer zeigen folgende Werte. In Olbernhau sind das zwischen minus 9 und minus 4 Grad. In Marienberg steht minus 7 bis minus 5 Grad in den Displays. Und in Zschopau werden zwischen minus 6 und minus 2 Grad angezeigt. Der bereits angesprochene Wind weht schwach mit 20 und in den Höhenlagen stark böig mit bis zu 52 km pro Stunde aus Südosten.
Der Freitag bietet ebenfalls einen grauen und wolkenverhangenen Himmel. Die Niederschlagswahrscheinlichkeit beträgt 5%, außer in den Mittagsstunden. Dann kann es leichte Schneefälle oder leichten Regen geben und dann kann es auch wieder glatt werden auf den Straßen. Also bitte Vorsicht. Die Sonne spielt im Tagesverlauf keine Rolle. Kurzarbeit 0 Stunden nennt man das. Tja, gegen Abend reißt der Himmel auf und gibt schon mal den Trend für das Wochenende vor. Tja, und den Aufwärtstrend folgen schon mal die Temperaturen. Sie sind nicht mehr ganz so kalt. Im Kurzeifen am Fuße des Schwartenbergs werden zwischen minus 6 und minus 3 Grad erreicht. In Schönbrunn steht das Quecksilber bei minus 4 bis minus 2. Und in Waldkirchen stehen minus 3 bis 0 Grad in den Thermometern. Der Wind ist wieder der Aktivpunkt. Am Freitag erweht stürmisch mit bis zu 65 km pro Stunde aus Südosten. Jetzt der erste vorsichtige Blick aufs Wochenende, liebe Zuschauer. Am Samstag kann Wintersport auf dem Plan stehen. Es wird voraussichtlich wolkig mit einer ordentlichen Portion Sonne. Niederschlag ist dabei nicht zu erwarten. Bei minus 5 bis minus 1 Grad weht der Wind gering aus Nordwesten. Dann, der Sonntag macht seinem Namen alle Ehre. Es gibt Sonne satt oder in Zahlen ausgedrückt 9 Stunden Sonne bei 0 Wolken und 0 Niederschlag. Bei den Temperaturen stehen minus 3 bis plus 1 Grad und der Wind weht weiter böig aus Südosten. Ja, genauere Infos für das Wochenendwetter gibt es dann morgen hier an dieser Stelle, meine sehr geehrten Damen und Herren. Liebe Zuschauer, das war Megional für heute am Donnerstag. Und es ist schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben und wieder mit dabei waren. Mit den aktuellen Nachrichten für unsere und aus unserer Region sind wir wieder pünktlich morgen am Freitag zum Arbeitswochenfinale für Sie hier zur Stelle. Wenn Sie denn mögen. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn wir Sie dann wieder begrüßen dürfen. Übrigens, mehr von uns gibt es im Internet unter www.mef-lein.de. Damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend, eine erholsame Nacht, sage Tschüss bis morgen und hier haben wir noch eine wichtige Suchmeldung. Wir suchen den Held des Tages. Sie sind einer? Oder kennen Sie jemanden, der diesen Titel verdient hat? Dann treten Sie mit uns in Kontakt. Wir berichten von Ihren Heldentaten oder von demjenigen, der Ihrer Meinung nach ein Held ist. Werden Sie MEF-Held des Tages? Rufen Sie an unter 03735 266 270 oder schreiben Sie uns info@mef-lein.de oder kontaktieren Sie uns über Facebook www.facebook.com/mef.tv.